Irgendwie waren wenig Monster da in der Höhle. Irgendwie so gut wie gar keine. Verstehe ich nicht ganz, aber egal. Och, meine Stimme ist hin. Meine Stimme ist einfach nur hin. Jetzt kratzt es die ganze Zeit im Hals. Ich glaube gar nicht, wie fies das ist. Ach, Mann. Und die Chunks laden wieder nicht. Das ist auch schön. Warte mal. Optionen. Grafikeinstellung. Grafik schnell. Habe ich schon. Sichtweite 16 Chunks. Maximal Bildrate 120 FPS. Ach, warte. Ach, hier bin ich. Ja, geh weg, Dirtblock. Du wirst mich nicht aufhalten. So, Werkbank. Das ist eine Steinspitzhacke. Dann brauche ich mir jetzt nochmal ein Boot. Und Schipper nochmal zurück, um das Zikadenholz zu holen, weil das scheint ja irgendwie weg zu sein. Einfach mal schön entgegengesetzt dahin fahren, wo ich hin wollte. Aber ich meine, wir haben ja Zeit. Entschuldigung. Bin ein bisschen müde. Heute ist Montag, die Schule hat wieder angefangen. Nach diesem schönen langen Wochenende. Wo wir wegen dieses Hammersturms, der ja war, oder auch nicht, zu Hause bleiben durften. Naja. So. Ach ja, ich glaube, ich fahre sogar in die richtige Richtung. Ich meine, ich bin doch an dieser Steinküste gelandet, oder? Vorhin? Ich muss doch gar kein Zikadenholz mitbringen. Ich muss doch einfach nur. Ich hab doch die Saplings dabei. Ach, ich bin mal wieder intelligent heute. Das gibt's ja gar nicht. Das Schöne ist, wenn ich im Boot fahre, verbrauche ich auch keine Nahrung. Ich habe 26 Level, kann ein bisschen was verzaubern. Ich weiß gar nicht mit dem Buch, wie das ist. Muss man das zusammencraften? Oder muss man das hier so, ja, also auf dem Amboss zusammenhauen? Apropos Amboss, das könnt ihr auch mal machen. Apropos Amboss, ich könnte endlich mal mein Haus zu Ende bauen. Mein, das liegt ja auch brach bis jetzt. So, da, ja, das wird auch noch. Da haben wir sie wieder, die Steilküste. Wo sich sehr wahrscheinlich die Chunks bekämpft haben. Sieht so bekloppt aus. Das sieht so abgeschnitten aus. Das kommt sehr wahrscheinlich durch den neuen Chunkloader, den es ja gab, wegen hier. Wegen den neuen Biomen. Gab es ja bestimmt einen neuen Chunkloader. Oh, ich kann. Oh, ich. Man kann jetzt sogar endlich. Hier, wie heißen sie? Seerosenblätter umfahren und fährt nicht dagegen und das Boot ist Schrott. Was wollt ihr? Hey! Ihr habt hier gar nichts zu sagen. Und du auch nicht, du Creeper. Du bist einfach nur Scheiße, du. Stirb! Missgeburt. Nein. Jetzt wollen wir nicht in diesen Aslak-Slang verfallen. Oh, ich höre das Telefon unten läuten. Naja, soll ich ja egal sein. Schön, kann man so noch mal ein paar XP farmen, auch wenn mein Schwert höllisch schnell dabei kaputt geht. Boah. Was bist du denn? Was ist das denn? Ach, das ist ja wahrscheinlich das hohe Gras. Interessant. Wo? Skelett, lass mich in Ruhe!
Was ist denn das hier? Alles so abgeschnitten. Sieht so merkwürdig aus. Ich muss sagen, ich spiele Minecraft ja schon länger. Ich weiß von Gronkh, dass der das so hatte, aber mir ist das noch nie passiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich gehe so verschwenderisch mit dem Holz um. Egal, tut ja niemandem weh. Nee, hoffentlich nicht. Hoffentlich geht das Holz jetzt nicht irgendwo hin und schlägt jemanden. Das wäre ja gar nicht in meinem Sinne. Nein, schwimm nicht weg, Boot. So, mit dem Boot geht's doch deutlich schneller. Ach, schön, endlich nach Hause aufzubrechen. Wir brechen das Brot. Mann, war da unlustig. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht mehr so wirklich viel zu reden, weil mein Hals, wie gesagt. Aber soll ich nicht weiter stören? Es ist nur etwas stiller, denn vielleicht soll ich mir auch meine Hintergrund-Playlist zulegen. Ach! Ach! Da haben wir es ja. Das Biom. Und das war wohl wirklich das hohe Gras. Versuchen wir mal elegant dran vorbeizuschippern. Mal sehen, ob das noch was wird. Nee, sieht ganz so aus, als müsste ich hier zu Fuß weiterlaufen. Macht ja nichts. Oder doch? Wer dahinter geht, ist es mehr weiter. Ach, egal. Laufen wir. Ich meine, wir sind ja noch jung und fit und dynamisch und Afrofin. Also dürfte alles in Ordnung sein. Ich weiß jetzt, warum ich das Eisenschwert dabei hatte. Das Steinschwert. Das zweite. Es war gar nicht so unschlau. Ich hab's weggeworfen, natürlich. Aber ich kann mir ja jederzeit ein neues bauen. Ich habe ja noch genug Holz und hier stehen ja auch überall Bäume rum. Und durch die Wüste. Also, was ich... In diesem Part werde ich sehr wahrscheinlich nur noch nach Hause laufen. Zurück zu meiner Mami. Nein. Ja, das Haus bauen und so, das wird dann im nächsten Part wieder sein. Oder in der nächsten Aufnahmesession. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich aufnehme. Es kommt mir auf jeden Fall schon sehr lange vor. Es kann aber auch nur daran liegen, weil ich meinen Akzent, meine französische Akzent rausgeholt habe. Naja. Krax. Oh, es leckt ein bisschen. Lasst mich alle alleine! Will euch nicht. Ah, ich sehe, es wird auch gleich Tag. Das mit dem Chunkloader sieht echt merkwürdig aus. Oh, kam ich ja sogar hier hoch. Nur hier komme ich nicht weiter. Stöhn nicht so hinter mir. Der stöhnt aber. Hatte bestimmt eine schwere Kindheit, der Zombie. Ah. Und hier auf den Blättern spawnt, glaube ich, auch gar nichts. Also keine Zombies. Hoffe ich mal. Nein! Na toll. Ja, fall nur noch weiter durch. Ich sehe das genauso. Kann. Ist das schon mein Dschungel? Der bei mir? Das wäre natürlich ganz schick eigentlich. Kakaobohnen nehme ich jetzt nicht mit. Brauche ich ja im Moment gar nicht. Ich will ja nichts braun färben. Und ich will auch keine Kekse oder keinen Kuchen machen. Ja, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und das scheint sich ja jetzt mit den Monster ein bisschen zu normalisiert haben seit dem neuen Update. Ich hoffe es zumindest mal. Ja. Also das heißt, ich werde jetzt durchgehend auf Facil, also auf einfach spielen.
und hoffen, dass ich nicht von den Monstern zerfleischt werde. Ach, scheiß drauf. Ist das da hier bei mir, wo ich so durch die Gegend geirrt bin? Durch Irland? Das wäre nämlich eigentlich ganz... Dann wäre das eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Auf jeden Fall einer ziemlich frühen. Das war, glaube ich, sogar beim Politik-Talk, den ich special-weise gemacht habe. Also es ist ja kein Special, es ist eine ganz normale Folge, aber ich habe es special-lich gemacht. Oder es, also es ist, ist nicht normal, sagen wir es so. Vielleicht sollte ich was essen. Essen. Warte, hier war ich doch schon. Bin ich hier erst? Das wäre natürlich... Dann habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Das Zurücklaufen ist immer das Blödeste. Das dauert immer so ewig. Hallo Kuh. Jetzt hier Graslandschaft. Kühe. Tiere muss ich mir auch noch mal demnächst holen. Oh, schön, wie die Chunks so langsam nachladen. Aber hoffentlich... Ist das jetzt mein Dschungel? Bitte lass das mir jetzt mein Dschungel sein. Ja, ich glaube, das ist er. Ich glaube, das ist mein Dschungel. Auch wenn dieser... Ach nee, den hatte ich gefällt, den Baum. Ach, jetzt bin ich gleich zurück. Endlich. Dann muss ich erst mal ein paar Kisten bauen. Und schön, schön Kisten bauen und alles einsortieren. Ich sollte mir mal einen Lagerraum zulegen. Das wird dann im Keller sehr wahrscheinlich sein. Ich werde vielleicht mir auch einen unterirdischen Keller bauen, eine unterirdische Plantage bauen. Baue ich dann mein Marihuana an? Nein, natürlich nicht. Aber, also, das ist jetzt ein anderes ein Thema dran vorbeigelaufen. Ein Thema für eine andere Session, Drogen und Marihuana. Hat der eben umgeschwenkt? Zeigt der mir... Ich glaube, der zeigt mir nur meinen Spawn an. Och. Muss ich von hier zurückfinden? Es wird doch wohl machbar sein. Muss ich durch den Dschungel durch oder nicht? Och, nee. Jetzt irre ich hier noch durch die Gegend, wo das Ziel so nah ist. Vielleicht sehe ich ja von diesem hügeligen Hügel aus etwas. Nämlich gar nichts. Ach nee, da hinten. Da hinten sehe ich vertraute Bäume. So. Oh Mann. Ich muss früher ins Bett gehen. Ja, das war dann auch deine Aufgabe, Kompass. Dann kann ich ja wieder zurückschalten auf das gute Honeyball Texture Pack. Ich brauche nochmal ein neues. Mal gucken, ob sie schon ein neues anbietet. Weil das hier sieht ja jetzt nicht so. Ja, es ist halt teilweise so. Zum Beispiel, dass mit dem Kompass ist blöd, dass die Nadel nicht angezeigt wird. Denn hier zum Beispiel, die Akazien sind da ja noch nicht mit bei. Mache ich, glaube ich, gleich mal nach dieser Aufnahme. Dass ich mal gucke, wo ich ein schönes Texture. Ob ich noch ein schönes Texture Pack finde. Ach, da! Ja, mein Haus! So unfertig, wie es ist. Essen. So. Wartet, bevor ich ausmache, mache ich noch eine Sache.
Ich bin jetzt Botschafter für den Regenwald und pflanze einen Baum. Da hat jemand einen Krombacher Kasten gekauft. Ich weiß es. Nein. Gut, auf jeden Fall. Back at home. Dach wird demnächst weitergemacht und wir sehen uns, ne? Tschö.